Hallo, liebe Diablo 2 Resurrected-Spieler. In diesem Video möchte ich euch meine Farmroutine mit der Frost-MF-Zauberin zeigen. Dazu jetzt erst einmal den Charakter an sich. Das ist hier im Moment eine Stufe 88 Zauberin. Die Attribute habe ich so verteilt, dass ich 156 auf Stärke gegeben habe, sodass ich ein Spirit-Schild in einem Monarch tragen kann. Hier stehen jetzt ein paar Punkte mehr. Das liegt daran, dass ich Gegenstände habe, die Plus zu Attributen geben. Den gesamten Rest habe ich in Vitalität gesteckt. Beim Frostbaum habe ich Blizzard, das ist mein Hauptskill, gemaxt. Dazu Cold Mastery, Glacial Spike, Ice Blast und bei Ice Bolt bin ich im Moment dabei. Dann werden nur noch die Standardpunkte verteilt in Frost Armor, Statikfeld, Telekinese, Teleport und in Wärme. Gucken wir uns einmal die Gegenstände an. Im Moment trage ich einen Alibaba, der hat sehr, sehr viel Magefeind. Eine Harlekinskrone, die ebenfalls für Magefeind ist. Die Talrasha Armor, das Talrasha Amulett und den Talrasha Gürtel. Erstmal wegen den Synergieeffekten, dem Setbonus und auch, weil das relativ gute Gegenstände zum magischen Gegenstand finden ist. Hier habe ich einen Spirit in einem Monarchschild. Dann trage ich Natalias Schuhe aus dem Natalia-Set, einen Ravenfrost, einen Wisp Projector und Chance Guards als Handschuhe. Und jetzt schauen wir uns noch einmal meinen Söldner an. Der trägt im Moment eine Talrasha-Maske für Life Leech und All Resis. Dann das Runenwort Treasury in der Rüstung in erster Linie, damit Fate pockt und der Increased Attack Speed ist natürlich super. Und ich habe Insight in einer Cryptic Axe. Ihr seht, der hat sehr gute Resistenzen jetzt schon, ist auch Stufe 88 und der kommt relativ gut zurecht. Ja, ich logge mich immer im fünften Akt aus, weil dann starte ich auch direkt wieder im fünften Akt und kann als erstes direkt zu Pindleskin durchlaufen. Das ist so der erste, mit dem ich mich abfarme, mit dem ich mich hier beschäftige. Der ist relativ schnell down, es sei denn, er ist kälteimmun. Das ist er jetzt hier in diesem Fall nicht. Hier ist nichts dabei und es geht gleich weiter. Und wir gehen danach direkt zu Mephisto in den Kerker des Hasses. Und hier porten wir uns einfach ganz, ganz zügig durch. Muss man ein bisschen Glück haben, dass man den Weg direkt findet. Das ist von Mal zu Mal unterschiedlich. Mal liegt der Zugang gut, mal ist er ein bisschen schwieriger zu finden. Ich empfehle, den Gürtel voll zu haben mit Regenerationstränken, denn manchmal muss man mal schnell auf eine Taste drücken, um ja, sicher zu überleben. Aber eigentlich kann man sich hier ganz gut durch teleportieren. Aber klar, man muss schnell sein, man muss auch eine Menge Fastcast haben. Und es läuft natürlich mal besser, mal weniger gut, je nachdem wie die Map ist. Das hier dauert jetzt gerade relativ lange. Den nehmen wir mal mit. Und da ist es auch schon. So, hier ist noch irgendwo der Hohe Rat, der ist hier hinten. Den versuche ich natürlich auch nach Möglichkeit zu legen. Der hier hat jetzt hier eine sehr, sehr starke Aura. Da seht ihr auch schon, mein Merc musste jetzt hier ganz schön leiden. Ich guck mal, ob ich hier was für ihn habe. So, jetzt werde ich trotzdem einmal kurz diesen Fluch von mir runternehmen, weil ansonsten kann es sein, dass der Merc, also der Söldner, auch sofort umkippt, weil das verstärkt den Schaden doch immens.
dann geht's hier auch schon los. Hier ist Mephisto. Der droppt auch relativ schnell. Schauen wir uns die Gegenstände mal an. Hier haben wir einen Aldous Kopf. Den legen wir mal zur Seite. Und hier haben wir Buttbuckle. Okay, den braucht man nicht. Jetzt nehme ich direkt hier das Portal in Akt 4. Werde mich hier einmal kurz heilen. Und dann geht es auch schon weiter nach Kurast. Und zwar Lower Kurast. Warum? Hier gibt es hoffentlich ein paar Superchests, die ich einfach mitnehme. Die gehen relativ schnell. Ich töte hier auch meistens noch so ein bisschen die Gegner. Hier sind unglaublich viele Truhen, die sich lohnen, einfach mal reinzuschauen. Ich glaube, jetzt habe ich die gar nicht geöffnet hier. Genau. Truhen und natürlich auch hier solche Leichen, die hier liegen. Umgestürzte Bäume. Es sind unglaublich viele Kisten hier. Auch relativ viele Elite-Mobs. Das ist immer ein guter Ort, um auch hier seine Regenerationstränke aufzufüllen. In der Regel droppt dann doch immer irgendwer welche. Das hier ist alles nichts Tolles. Ja, zwei Zitruiden-Skills. Naja, das lassen wir auch liegen. Aber ihr seht, es lohnt sich hier mal vorbeizuschauen, gerade wenn ihr vielleicht noch nicht so viele Items habt, um einfach mal zu schauen, was man hier so findet. Hier ist jetzt ein Lagerfeuer. Dieses Lagerfeuer sagt uns, dass in der Hütte links davon, also hier eine Superchest ist, die ist hier oben. Und ihr seht, da kommen auch gleich mal ein paar nette Items raus. Und in der Hütte darüber ist ebenfalls ein Superchest. Und ihr seht auch schon, jetzt, das waren jetzt 5 gelbe Items, die alleine in diesen Superchests waren. Das kann sich schon sehen lassen. Und hier ist noch eine, Entschuldigung, die habe ich gerade ganz übersehen. So. Mal, ob wir hier noch irgendwo ein Lagerfeuer finden. Aber das hat sich hier in Lower Kurast gerade schon ganz schön gelohnt. Auch wenn die Gegenstände jetzt nichts für uns direkt waren. Unix und Sets, plus eine Menge Gelbe. Ist natürlich nicht schlecht. Bei solchen Farmaktionen hier, da lohnt sich natürlich die Zauberin, weil sie einfach unglaublich schnell ist durch das Herumteleportieren. So, und jetzt geht es weiter in die Lost City in Akt 2. Und hier suchen wir jetzt den Eingang zu den Ancient Tunnels. Stufe 85 Gebiet. Ist auch wieder so, manchmal kommt der Waypoint direkt daneben raus. Manchmal muss man ein bisschen durch die Gegend teleporten, das ist nun mal so. So, und hier geht's auch schon los. Hier kommt die erste Rune. Hier muss man etwas aufpassen, dass man nicht vergiftet wird. Das Vergiften ist immer ganz besonders hässlich. Bei mir ist es so, dass ich nicht ganz so viel Giftresistenzen habe. Und das heißt, so Giftschaden, der
haut ganz schön rein bei mir. Und es dauert dann auch eine ganze Weile, bis der aufgehört hat. Also manchmal teleportiere ich mich dann tatsächlich zurück ins Town. Einfach um den loszuwerden. Ist natürlich auch so, dass meine bisherige Ausrüstung noch nicht die beste ist. Das heißt, da kommen noch ein bisschen Resistenzen drauf. Und dann wird das wahrscheinlich auch noch besser funktionieren. Aber ihr seht, hier sind eine Menge schöne Trashpacks. Ich habe den Söldner mit Frostaura, das funktioniert hervorragend. Der hat zur Folge, dass die Gegner nur sehr langsam durch meinen Blizzard laufen, so oft getroffen werden. Hier ist noch eine besondere Kiste. Tatsächlich war da bei meinen bisherigen Farmruns noch nichts drin, was ich irgendwie habe brauchen können. Aber irgendwann wird dieser Tag bestimmt kommen. Und dann kommt da die Zottrune. So, mein Söldner hier kriegt ganz schön Schaden. Ich mache leider an dem nicht so irre viel Schaden. Deshalb lassen wir den Söldner mal machen, gucken uns so lange das hier an. Ja, MF und Faster Run Walk haut uns nicht um. In einem Stufe 85 Gebiet kann tatsächlich jedes Item droppen. Also das hier ist wirklich ein sehr, sehr guter Farmspot. Was nicht heißt, dass ihr natürlich andauernd was findet, aber die Chancen sind da. Und würdet ihr es jetzt einfach lang genug machen, dann würde da schon auch mit der Zeit das eine oder andere Gute droppen. So, hier haben wir wieder einen. Es lohnt sich auch, wenn man eben diese besondere Kiste schon gefunden hat, hier trotzdem weiterzuschauen, weil immer noch so Elite-Packs wie dieses hier zum Beispiel da sind. Und die haben immer noch eine gute Drop-Chance für begehrte Items. Okay. Und das war's hier auch schon. Wir gehen weiter. Machen einen kleinen Zwischenstopp hier zum Heilen. Und gehen jetzt zu Andariel. Ihr seht also, mit einer reinen Frostsorg kann man trotz vielen immunen Gegnern auf Hölle eine ganze Menge farmen. Wir porten bei uns auch einfach nur durch. Wir müssen jetzt zweimal die Treppe runter, um zu Andariel zu kommen. Also auf Level 3 und dann auf Level 4. Hier geht's runter auf Stufe 3. Oh, hier ist eine Kiste, da kann ich immer nicht Nein sagen. Wichtig ist, dass was ihr auch immer macht, ihr es möglichst schnell macht. Also haltet euch nicht zu sehr auf. Macht dann lieber einen neuen Run. Wenn ihr merkt, ihr kommt an Gegner, die ihr irgendwie nicht gut besiegen könnt, dann lasst es sein. Wenn ihr merkt, irgendwie Mephisto, das kriegt ihr nicht so gut hin, dann lasst ihn einfach aus und macht was anderes. Also Geschwindigkeit ist beim Farmen einfach super wichtig. Lieber einen einfachen Boss, der euch irgendwie leicht von der Hand geht, ein paar Mal mehr, als dass ihr euch so abmüht, und weil ihr meint, ihr müsst unbedingt Mephisto, unbedingt Andariel killen. Hier stelle ich mich gern hinter den Mark. Ah, das hat jetzt ja super funktioniert. Die Chainmail. Wir gucken uns das mal an. Ah ja. Und das hier ist noch ein relativ einfaches Item. Hexfire. Naja, wir nehmen es mal mit. So, jetzt schnell weg hier, bevor der Giftschaden zu sehr reinhaut.
Hallo. Naja, ich pack's mal rein. Das legen wir jetzt schnell auf die Bank. Und hier hatten wir auch noch Aldurs drin, das legen wir auch mit dazu. Und eine Heal-Rune. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir ins Feld der Steine, denn als nächstes machen wir das geheime Q-Level. Auch hier einfach durchteleportieren, solange bis ihr was gefunden habt. Es sei denn, ihr seht hier natürlich so schöne Gegner, die kill ich dann doch eben schnell. Jetzt war auch wieder was. Hier sind Champions. Ihr seht hier wieder volle Regenerationstränke, große. Das ist natürlich auch immer schön. Da kann man seinen Gürtel wieder auffüllen. Also ich habe nur volle, also nur große Regenerationstränke. Ist diesmal ganz besonders viel los. So, jetzt müssen wir uns mal gucken, wo hier eigentlich unser Kumpel liegt. Genau. Da haben wir ihn. Und wieder zurück. Jetzt schnell einmal bei Akara vollheilen. Good day. Das hier können wir eben verkaufen. Das brauchen wir alles nicht. Geheimes Q-Level öffnen. Und weiter geht's. Ihr seht, der Söldner hier tankt das ganz anständig. Insofern keine Elite-Mobs dabei sind, die irgendwie besonders verstärkt sind, kommt er sehr, sehr gut zurecht. Ihr seht, er ist so leicht transparent, das heißt, seine Fertigkeit ist gepockt. Er hat jetzt Fate, Level 15 Fate. Das erhöht seine Resistenzen sehr, sehr stark und auch seine Immunität gegen physische Angriffe, aber hier hat es ihn gerade einfach umgehauen. Denn diese Fanatismus-Aura, die haut eine ganze Menge Schaden raus und ihr seht auch hier oben, ich bin verflucht. Also das macht schon sehr viel Schaden. Und das sind auch noch zwei Kälteimmune direkt nebeneinander. Das ist natürlich ein Problem. Die werden wir jetzt hier oben in die Ecke stellen, wenn die mitkommen. Nach Möglichkeit beide. Oder wenn die eben nicht, wenn der andere nicht mitkommt, dann holen wir uns jetzt den Söldner wieder und lassen ihn das machen. Das heißt, mit Statikfeld können wir dem trotzdem hier ganz schön wehtun. Und jetzt muss der Söldner da ein paar Mal draufschlagen und dann kriegt er es schon hin. Solange kann man ihn unterstützen mit Tränken. Und hier haben wir einen Ironstone. Naja. Ihr seht also, es macht schon Sinn, diese Gegner hier zu töten. Und das kriegt der Söldner auch hin. Das zwei auf einmal sind ein bisschen heftig. Aura Enchant, Magic Resistant, Kälte verzaubert und immun gegen Kälte. Und zack, da haben wir es. So, ich gehe jetzt hier oben am Rand entlang. Und töte auf diesem Weg einfach nicht einmal im Kreis. Ich
habe durch meine Gegenstände sehr, sehr viel Plusgold. Das heißt, das, was ich hier an Gold einsammle, da kann ich den Söldner dann immer wieder regelmäßig wiederbeleben, falls das mal irgendwie nötig ist. Mal gucken, ob das jetzt in diesem Run hier überhaupt noch der Fall sein wird. Das war schon gerade ein bisschen besonders mit diesen zwei Spezialgegnern. Cryptic Axe, die gucken wir uns gleich mal an. Eine fünffach gesockelte Cryptic Axe kann man leider nicht so viel mitmachen. Könnte man Obedience drin machen, aber wir bräuchten eigentlich eine vierfach gesockelte und am besten Superior. Beziehungsweise Superior ätherisch. Das wäre dann durchaus wertvoll. Hier haben wir eine Armrune. Das heißt, wir hatten jetzt schon eine Heal-Rune und eine Armrune. Charms, also Zauber bisher. Hier sieht man, wie stark das, das Crowd Control durch diese Frostaura ist. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Dadurch werden einem die Kühe einfach nicht so gefährlich, sind extrem viel langsamer. Das macht es uns recht einfach und sicher, hier durch zu rushen. Durch den Life Leech, das ist quasi jedes Mal wie so ein kleiner Heiltrank für den Söldner, jedes Mal, wenn er zusticht. Und aufgrund dem 45% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit in Treasury, in der Rüstung, schlägt er halt unglaublich schnell zu. Und das lässt uns sich sehr, sehr gut vollsaugen. Ihr wisst es, wenn ihr euch teleportiert, dann teleportiert ihr den Söldner mit euch. Das heißt, wenn ihr ihn aus irgendeinem Grunde neu positionieren müsst, weil er sich in eine ganz missliche Lage gebracht hat, dann könnt ihr euch einfach teleportieren und der Söldner ist dann auch aus dem Fokus raus. Beim Teleportieren muss man aber ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht ungünstig in die Mobs rein teleportiert. Das kann dann böse enden. Das hat mich am Anfang auch den ein oder anderen Tod gekostet. Mittlerweile bin ich da ein bisschen vorsichtig. Lohnen sich immer mal einmal drauf zu schauen. Zweimal Martial Arts, Life Leech. Ja. Jetzt gucken wir mal, was der Kuhkönig noch für uns hat. Oh.
So, da ist er auch. Und der ist nicht kälteimmun, das heißt, wir können gut leben. Und da gucken wir mal. Da haben wir den Meat Scrapper. Und ein Circuit. Naja. Also wir hatten eine ganze Menge Drops bisher, was Unique und Set-Items betrifft. Leider war jetzt für uns nicht allzu tolles dabei. Wir gucken hier nochmal. Aber das kann beim nächsten Run schon ganz anders aussehen. Und noch sind wir ja auch noch nicht fertig. Denn manchmal sind es die letzten Mobs, die noch eine Überraschung dabei haben. Okay, wir scheinen durch zu sein. Guck nochmal hier unten, ob da noch irgendwo eine Gruppe abgeblieben ist. Und ansonsten, da ist es auch hier. Ja, ich hoffe, ihr konntet einen Einblick gewinnen, wie so meine Farmroutine aussieht. Diese Runde, die wiederhole ich dann, wenn ich Zeit habe, in Diablo 2 Resurrected ein bisschen zu farmen, regelmäßig. Das ist durchaus abwechslungsreich, da farmt man nicht immer nur das Gleiche. Die Dropchancen variieren zwischen den einzelnen Gebieten und insgesamt fahre ich damit aktuell sehr, sehr gut. Ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr auch die Frost-MF-Zauberin spielt. Und ja, ich wünsche uns allen noch viel Spaß bei Diablo 2 Resurrected und bis bald.